Genau so muss es sein. Moment, der kann aber weg. Ja! Fetzt! Und mein Gegner zieht natürlich eine extra Karte. Genau dieselbe wie vorher auch. Und wir werden das hier uns aufheben. Das Ding noch setzen. Der wird wieder eine Finte spielen. Keine Finte. Er hat keine. Ich weiß es nicht. Sehr schön. Eis ist Kälte, folgt dann auf den Fuß. Das heißt, wir werden damit kommen. Hoffentlich auch mit Regen, wenn jetzt, ohne Regen. Wenn der Gegner keinen spielt. Oh, 19, sehr gut. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich muss ja nur zweimal so richtig gewinnen hier. Können wir den hier hinsetzen? Setzen den hier hin. Was mache ich eigentlich für eine Scheiße? Ich muss erstmal hier die Eiseskälte hier hinsetzen. So, jetzt haben wir gewonnen. Jetzt hätte ich die Karte noch nicht mal... Moment. 3, 4... Ja, hätte ich noch nicht mal setzen müssen. Oder doch? Nee, da wäre ein Unentschieden gewesen, aber egal. Wir haben dieses Ding erstmal gewonnen. Und ich habe das Gefühl, das nächste werden wir jetzt richtig schön dem ins Gesicht drücken. Und dann sind wir am Zug. Ja, wunderbar. Wir werden den hier spielen. Null. Mhm. War ja klar. Naja, wenigstens ein bisschen Angriffskraft. Aber der hat wieder volles Lager an Karten. Wo hatten die ganzen Karten überhaupt her? Ach ja, weil der damit seine ganzen Deckdinger rausgeballert hat. Schön. Jetzt hat er das Spiel einfach nur ein bisschen verschnellert. Eis ist Kälte, hätte ich mir vielleicht aufheben müssen. Ich könnte natürlich auch jetzt einmal passen und mit der nächsten Runde einmal spielen. Oder... Moment. Der hat noch 7 Karten. Wenn ich damit einmal spiele, dann hier. Wenn ich sowieso nur Nahkämpfer habe. Habe ich denn hier nochmal 7 mehr? Hab dann erstmal einen Vorrang. Krieg dann den vielleicht dazu, noch eine Karte rauszuhauen. Ich kann noch einmal verlieren. Welches Ding nehmen wir? Da könnt ihr ja nochmal sowas mit hinsetzen und nochmal irgendeine Beleberkarte dabei haben. Das heißt, das könnte ganz schön nach hinten losgehen. Und bei der nächsten Runde könnte es ja noch schlimmer werden. Das heißt, ich sollte so viel wie möglich in der jetzigen Runde absichern. So. Ja klar, strömender Regen, ey, leckt mich doch. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ach kacke, das wollte ich ja vor dem guten Wetter machen, falls ihr die Karte überhaupt habt. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann nehmen wir jetzt... ach komm, hier. Wir werden das jetzt durchrushen und hoffen, dass unsere Karten einfach ausreichen. Was wir natürlich nicht tun. So, mit den 5 Karten sind wir jetzt erstmal noch 1 im Nachhinein. 1 im Nachgang. Was? Nee, sind wir nicht. Haha. Natürlich. Ich hätte den Nebel nachher spielen sollen. Dann hätte der das hier als Fernkämpfer genommen. Und ich wäre jetzt nicht so im Nachteil. Oh. Fuck. Das macht das Ganze nicht gerade einfacher. Oh, der hat natürlich noch Verbrennen. Nicht, dass das jetzt noch nach hinten losgeht. Ja, nimm noch eine Nahkampfkarte da rein. Scheiße. Ich kann nur hoffen, dass er aufgibt. Oh ja, ich hab... Nee, ich hab gepasst. Nein! Nein! Wieso muss das so eine Verbrennkarte dabei haben? Ey, das ist so unfair.
Und schon wieder sind wir im Unentschieden ausgegangen hier. Also der Gegner ist echt ein Arsch. Versuch Nummer 3. Na dann. Ja. Oh ja, auf alle Fälle. Aber das, der Kombination mit der ist das super. Dann ablege Stapel, keine Helden oder Sonderkarten und spiele sie sofort ab. Ja, das ist ja keine Helden oder Sonderkarten. Ich hoffe, dass das hier nicht als Sonderkarte gilt. Zerstöre die stärkste Nahkampfeinheiten des Gegners, wenn die so checket. Seine Nahkampfeinheiten mindestens 10 beträgt. Naja, hoffen wir einfach mal, dass es klappt. Ja, na gut, dann nehmen wir den Regen nicht. Das macht der Gegner schon. Klirrende Kälte, ja. Aber klirrende Kälte nur im ersten Durchgang. Ja, sollte klappen. Na komm, er macht wieder einen Nahkämpfer als erst. Der zieht immer dieselben scheiß Karten. Was ist denn hier los? Och komm, wirklich den Nebel. Ich will mich doch verarschen jetzt. Wow. Okay, wir werden jetzt erstmal so schnell wie möglich den Gegner dazu bringen, auf andere Reihen umzuschwenken. Und mein Gegner passt. Mit einmal ein Eisen haben wir dem schon das ganze Ding aus den Segeln, den ganzen Wind aus den Segeln genommen. Wir haben eine Karte gerade mal rausgehauen. Freut mich, dass das jetzt mal funktioniert hat. Und wir kriegen wieder eine neue schöne Karte. Und welche wird das sein? Nochmal ein Fernkämpfer. Toll. Das heißt, Nebel wird in der Runde jetzt nicht sein. Wobei, wir fangen einfach mal mit Nebel an. Ich kann das Ding sowieso zweimal machen, oder? Nein. Ja, wird natürlich Fernkämpfer raushauen. Damit hat er uns jetzt sehr gut dabei gehabt. Werden wir jetzt immer machen hier. Ja, das. Und die wird da vorne hinsetzen. Was ist das für ein Ding? Zerstört die stärksten Nahkampfeinheiten des Gegners, ja. Nahkampfeinheiten. Nicht irgendwelche Einheiten. Also. Das heißt, Fernkämpfer werden wir jetzt nicht machen. Zweimal verlieren geht ja sowieso nicht. Das heißt, im letzten Spiel sollte die dann mit dabei sein. Das habe ich eigentlich im Ablegestapel. Die beiden nur. Eiseskälte habe ich nicht. Nahkämpfer werde ich jetzt so raushauen. Ja, wir werden jetzt einfach mal Nahkämpfer raushauen. Und der holt natürlich noch seine zwei anderen. So, Eiseskälte ist ja nicht da. Wir können wirklich versuchen, mit so viel auf... Oder, ja, mit so wenig wie möglich. Moment, stärkste... Plural war das doch. Wir werden einfach hoffen, dass so viele Gegner wie möglich jetzt im Nahkampf rauskommen. Und dann werden wir die Karte hier... Moment, was ist das? Zerstöre die stärkste Nahkampfeinheiten des Gegners. Ja, die Gesamtstärke höher als 10 ist. Ja. Ist es schon mal. Und das können wir ja leider nicht kombinieren. Naja, vielleicht denkt er, ich habe hier noch was anderes da. Natürlich kommt jetzt noch eine Wiederbelebte. Zu mir, das ist gut. Nee, Karten ziehen ist unfair. Der Trick ist scheiße. Wenn ich jetzt das hier mit reinnehme... Eiseskälte hat er ja, glaube ich, nicht. Nein! Ah, Kacke. Ja, nu?
Was macht man jetzt? Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4. Wenn die Stärke höher als 10 ist. Das wird aber jetzt nicht passieren. Das wird jetzt überhaupt nicht mehr passieren. Okay, der hat 5 Karten. Wahrscheinlich eine Sonderkarte noch mit dabei, die mehr als so und so viele Dinge hat. Also wenn wir jetzt einmal passen müssen. So. Ja, das heißt, der Gegner ist erstmal im Zugzwang. Ha, zieht die Karte oder spielt die Karte. Das heißt, in der nächsten Runde hat er die auf alle Fälle nicht mehr mit dabei. Das war ja eine Witcher 2-Karte hier, diesen komischen Elf da. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit ihm angestellt habe, ob ich den gekillt habe oder nicht. Es wird aber auch nicht einfacher. So, wir werden wieder hoffen, dass der Gegner umschwenkt. Auf bitte Nahkampfeinheiten. Passen kann er ja nicht mehr. Natürlich hat er das Horn. Da hat man einmal gehofft, dass der keine Eiseskälte dabei hat, ne? Und dann kommt sowas. Aber Regen hat er nicht mehr dabei, das ist schon mal schick. Ja, dann nehmen wir doch die hier. Oh, wirklich. Na gut, wenn ich was jetzt hier verdoppel, komme ich vielleicht besser. Hehehe. Ah, schick, 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 schick. Hauen wir den mal hier mit hin. Der Gegner hat noch eine Karte. Gutes Wetter. Natürlich ganz zum Schluss die Karte, die ich am meisten gehasst hätte. So, 33. Jetzt muss man hier ein bisschen gucken. 33. Ich kann den jetzt nicht mehr nach unten setzen. Ich kann die, wenn dann, nur Nahkampfeinheiten wegnehmen. Das heißt, 11 kann ich wegmachen. Also ich brauche 22 Punkte noch irgendwoher. Nee, mehr als 20 Punkte. Aber ich habe schon 7. 7 minus 22 heißt 15. 15 Punkte kriegen wir irgendwie hin, habe ich das Gefühl. Und dadurch, dass er jetzt auch das Zeug weggemacht hat, kann ich jetzt sowieso noch hier ein bisschen was mit reinhauen. Und wir nehmen das. Hallo, Plural? Die sollen sich gefälligst an ihren scheiß Text halten hier. Zerstöre die stärkste Nahkampfeinheit des Gegners, wenn die Gesamtstärke seiner Nahkampfeinheiten mindestens 10 beträgt. Oder die müssen wirklich die... Oder das gilt als meine Karte? Ja, egal. Gut, das macht es jetzt ein bisschen schwieriger. Also rechnen. Was ist jetzt besser? Aus 5 mal, nee, aus 10 macht 20, aus 7 macht 14 oder aus 7 macht 14. Und dann nehmen wir das. Und wir haben gewonnen. Ah, und das ist nur, weil er das gute Wetter gespielt hat. Oh yeah. So, was kriegt man? Dreimal gespielt, ne? Mume, Brauerin, ne? Vielleicht ist es ja eine schöne Karte. Vielleicht ist es aber auch keine schöne Karte, weil die nicht in meiner Fraktion dabei ist. Ekelhaft. Aber cool. Ich mag Monsterkarten. Die sind geil. Vor allem mit diesem sauren Typen da. Von der wilden Jagd. Fetzt einfach nur. Fetzt. Ah, wie spät haben wir es denn? Oh, fuck, ey. Es ist mal wieder viel zu spät. Es ist zum Heulen. Ah, Mann, ey. Ich wollte auch noch ein bisschen spielen. Ich muss irgendwann mal ins Bett. Wachtmeister, kleine Pause bei der Hexenjagd? Meine Verehrung. Kriege ich das auf irgendwie? Natürlich, immer weiter so. Dann bekommt ihr einen Sondertarif. Vielleicht ist der Händler ja auch hier oben abgeschlossen. Okay, der Händler ist unter mir. Ich muss da aber erstmal rein. Es kann auch sein, dass der sich um diese Uhrzeit handelt. Oder ich auf der falschen Straßenseite bin. Da. Kann ich denn hier irgendwie durch? Nö.
Das hilft mir jetzt sehr wenig. Ein guter Tag, ja, für Geschäfte. Vor allen Dingen eine Hure und noch eine Hure. Ja, die einzigen beiden Frauen, die wir jetzt hier vielleicht noch gefunden haben. Na okay, arme Städterin vielleicht noch. Was sollte man nicht zu... Eine Betrunkene. Das ist Belästigung. Du bist Belästigung. Eigentlich ein super Spruch. Was ist das denn? Die redanische Armee braucht dich. Triff ein und werde ein Held des Nordens. Ist klar. Da hätten sie dieses I want you for US Army mit reinnehmen können. Den Uncle Sam. Ach, das ist jetzt nicht euer verschissener Ernst jetzt. Hä? Nee. Es ist doch mitten am Tag. Wieso komme ich denn hier nicht rein? Kann mir das mal kurz einer erklären? Oder muss ich hier irgendwie hoch? Auch ein Städter? Oder gibt es denn einen Eingang? Da. Na also. Hattori. Nein. Der Typ heißt Hattori. Ist natürlich ein Elf. Was hast du im Angebot? Redanische Gnome. 100 pro Katana. Des Hauses. Sehr zu empfehlen. Donnerwetter. Ein Fatgan in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Ja. Machst du Woher Witz? Weiß er das wohl? Warum hättest du sonst dein Silberschwert? Das ist aus Maakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. 40,5. Beeindruckend. Du bist offensichtlich vom Fach. Ich bin Aper Hattori. Früherer Meisterschwertschmied. Heute Meister Knödel. Ah, oh, schade. Geralt von Riva. Ist mir eine Freude, Geralt. Wie kann ich dir endlich helfen? Mal Möchtest du einen jemand Knödel Nettes? Versuchen? Auch, gern. Lass mich einprobieren. Da hätte jetzt noch so ein Minigame kommen müssen. Das wäre so fetzig gewesen. Lecker. Freut mich. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ja, jetzt das Schwert bitte. Also, ich suche einen guten Schwertschmied. Ich suche einen guten Schwertschmied. Den besten, den es gibt. Kennst du einen? Drei Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Netter Scherz. Im Ernst, schmiedest du noch Schwerter? Drei. Das war eigentlich eine coole Variante. Selten. Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben. Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht wäre. Wer ist das denn? Ich weiß nicht, wovon du redest. Wahrscheinlich der Typ da draußen, der die ganze Zeit so ich böse guckt. Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Was heißt denn mit Knödeln langweilen? Knödel schmecken lecker! Umfangreiche Sammlung. Erstklassig obendrein. Danke. Die habe ich als Andenken behalten. Draußen tobt der Krieg und hier behält er als Andenken haufenweise Waffen und Rüstungen? Verdammt schade, dass du keine mehr schmiedest. Ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten, wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe. Da kontrolliert wohl jemand Novigrads Schmiedemarkt. Offiziell nicht, aber der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Der oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Wer ist Hacker? Ernst van Horn? Wer ist es? Ernst van Horn? Wer ist das? Ein Mann, der klein angefangen hat. Mit einer winzigen Hafenwerkstatt. He started from the bottom nowhere. Ihm war klar, dass er in Sachen Talent nicht mit anderen Schwertschmieden mithalten konnte. Darum griff er zu anderen Maßnahmen. Was für Maßnahmen? Hier etwas Verleumdung, dort ein paar billige Aufkäufe von Geschäftsschulden und das ist doch mies. Und als es sich bei der Konkurrenz um einen verfickten Anderling handelte, beschuldigte er ihn, Hafgar zu sein. Was ist Hafgar? Damit hat er dich dran gekriegt? Ich habe nicht kampflos aufgegeben. Ich bin zum Rathaus gegangen und habe verhandelt, aber vergebens. Oh. Er stand schon unter Hackers Schutz. Das ist mies, Mann. Dem stellen sich in Novigrad nur wenige in den Weg. Da werden wir doch mal ein Monster demnächst kaputt hauen müssen, ne? Hast du versucht zu verhandeln? Mit Van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard.
Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn oder verschwinde aus dem Geschäft. Verstehe. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja. Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Ja. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelt-Halunken kontrollieren alle Quellen. Das bringt doch auch nichts. Der soll, wenn dann hier auch schön öffentlich schmieden. Das ist viel besser. Naja, ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Nee. Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Das Problem soll doch lieber an der Wurzel. Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Der ist wohl auch eine feste Größe in der Unterwelt. Ja, vor allem können er und Hacker sich... Das ist doch gut. Unter dessen Schutz steht ja Von Horn. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln... Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Nachverhandeln. Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Oh. Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Das klingt doch besser. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Unterweltlern zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Ich will dieses Schwert haben. Müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung? Sie ist dein. Lieber ein Katapult oder Tribok? Hä? Lieber ein Katapult oder Tribok? Was will der mit Katapult oder Tribok? Na gut, vereinbaren wir das Treffen. Gut, vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Oh, da haben wir doch einen halben Tag Zeit. So, von Schwertern und Knödeln. Ah, Mann, und der Typ kann natürlich nicht handeln, ey. Und ich hab mich schon so gefreut. Naja. Muss ich denn da jetzt hin? Kann ich das Quest überhaupt? Ja, wo ist denn das? Scheiterhaufen, Nebenquest von Schwertern und... Ach du Scheiße! Wenn das Ding Stufe 24 ist, dann heißt es doch nur eines. Dass es nicht gerade einfach sein wird. Und wo finden wir da hinten hin? Na gut, das machen wir dann wahrscheinlich. Oh, ich will noch diesen Zipfel hier rausfinden. Ja. Wo ist Osten? Wo ist meine Marke? Da. Und los geht's. Finsternis. Fuck. Ah, Mann. Du willst einmal der gepunkteten Linie hinterhergehen. Was sind wir denn hier auf dem Catwalk oder was? Ja, du willst einmal hier der gepunkteten Linie hinterhergehen. Dann noch eine andere Linie. Und verläufst dich hier permanent. Was ist denn hier los? Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Du lässt sogar dich in die Stadt? Was? Wow, der Hafen sieht aber schön aus. Bisschen... Wow, eine Quest. Geil. Ginter de la Virac. Was ist das denn bitte? Und du misch dich ja nicht ein wie ein Rülpser zwischen zwei Biergläsern. Du hast hier nichts verloren. Also nimm die Beine in die Hand und schleich dich. Ich geb dir gleich. Das will ich überhört haben. Jetzt verschwindet von hier, bevor mir die Lust an diesem Spielchen vergeht. Aber die nasse Kleidung sieht echt wie geil aus. Hier schwingt ihr nichts als harte Reden. Scheiße, ja, jetzt hat der wieder die große Klappe. Schönlings Angst einjagen. Zeigen wir denen, wie die Dinge bei uns laufen. So, wie wär's mit... So. Na, hi. So einfach geht es. 2, 3, 4, 5. Komm schon, komm näher. Wow, Respekt. Ich muss schon sagen, der Typ ist gut. Für deine Hilfe. Er hätte es auch alleine hingekriegt. Umgang mit dem Gesindel. Die betteln um Ärger. Und du bettelst um Ärger, wenn du zu so einer Stunde herkommst. Besonders in dem Aufzug. Was ist das denn für einer? Ich bin geschäftlich hier. Dann wünsche ich viel Erfolg. Warte, du hast mir einmal geholfen. Vielleicht willst du mir ja nochmal helfen. Diesmal für mehr als nur nette Worte. Ah, das klingt doch gut. Du kannst mich niemals bezahlen. Okay, na gut, worum geht's? Worum geht es? Nur damit das klar ist. Ich bin weder ein Beschützer noch ein Auftragsmörder. Wie kommst du darauf, dass sowas notwendig wäre? Ich bitte dich lediglich, mich auf einen Spaziergang zu begleiten. Sollte auf dem Weg etwas passieren, dann musst du für deine Bezahlung vielleicht etwas tun. Was vielleicht. Der ist gut. Na schön. Einverstanden.
Ich bin direkt hinter dir. Halte die Hand am Schwert. Natürlich nur als Vorsichtsmaßnahme. Natürlich. Das mache ich immer, wenn ich spaziere. Oh, fuck, ey. Natürlich haben die gleich all ihr Hab und Gut in einem Beutel schon vor mich zusammengeschnürt. Vorher für mich zusammengeschnürt. Der ist aber schnell. Wie soll ich denn bitte meine Hand am Schwertgriff halten, wenn das Schwert hinten am Rücken steckt? Erklär mir das bitte mal einer. Oh, und dann natürlich noch ein Schnellreisepunkt. Ach du meine Fresse. Bam. So, 3, 4. Ach, der kommt gut klar. Kacke, keine Ausdauer. Nicht cool. War da nicht noch einer? Na, komm schon. Was bist du denn für einer? Ja? Du stehst doch auch nur im Weg rum. Siehst so aus, als ob du mir hier gleich... Diese Männer haben auf dich gewartet. Bettlerkönig. In welche Geschäfte bist du verstrickt? Diese Männer waren Idioten. Sie haben nicht gemerkt, dass sie das Netz für einen sehr großen Fisch auswerfen. Ich werde daran denken, wenn es an die Bezahlung geht. Ja, dann kommt Geld in die Kasse. Ah, die Schreine hier sehen aber echt schön aus. Ein bisschen Abwechslung vom tristen Dreck und hast du nicht gesehen. Wow, hier, du mit der großen hast du nicht gesehen. Mach den Typen da kaputt. Wow, Respekt. So, 3, 4. Ja, also. Geralt wird bestimmt gleich wieder was sagen. Einer von ihnen hat einen Beschützer erwähnt, der dir nicht helfen würde. Was meinte er damit? Ich habe eine Marktlücke gefunden, die ich ausnutze. Eine Marktlücke. Die Einzelheiten behalte ich auf Deutsch Bescheid. Schließlich bezahle ich dich nicht dafür, dass du mir Fragen stellst. Ich habe noch keine einzige Krone zu Gesicht bekommen. Du bist spät dran. Es gab leider einige unerwartete Eskapaden auf dem Weg. Aber jetzt können wir uns endlich auf das Wesentliche Aber der sieht hier sehr nach... Wer ist der Kerl, der Nilfgaarder aus. Mein Gärtner. Ohne ihn gehe ich nirgendwo hin. Er bringt mir... Nur keine krummen... Ach du Scheiße. Ja, ich bin der Gärtner. Ich sorge dafür, dass alles gerade läuft. Nee, dass alles... angenehm geschnitten ist. Okay. Warten. Na, wir warten einfach mal. Gut, bringen wir es hinter uns, bevor der Winter kommt. Ich habe hier 4 Quart und kann schnell weitere 2 besorgen, wenn du mit der Nachfrage nicht gelogen hast. Ich bin Ginter de Lavirac und ich halte mein Wort. Ich hatte keine Probleme, die letzten 4 zu verteilen. Zum ersten Mal kommt der Name. Sei versichert. Die Nachfrage ist da. Das werden wir ja sehen. Im Moment schuldest du mir noch 5000 Kronen für die letzte. Ach, Scheiße, ist das viel. Wir haben uns auf 4000 geeinigt und ich mag keinen Betrug. Ich würde sagen, du verzichtest darauf, es sei denn, du willst eine Hexerklinge im Bauch haben. Richtig? Richtig. Mir ist egal, wer wem wie viel schuldet. Aber dieser Mann soll mich bezahlen, deshalb sollte er unversehrt bleiben. Hexer oder nicht, du wirst nicht alle von uns umlegen können. Willst du es herausfinden? Friede bringt Wohlstand. Streit ist schlecht fürs Geschäft. Gut, gib mir 4000. Gehen wir. Es war mir ein großes Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Wow. Nun, das lief besser als erwartet. Und niemand musste dran glauben. Sind wir mit unserem Spaziergang fertig? Sehr schön. Ja. Und hier ist deine Bezahlung. 3000. Dankeschön. Oh Gott, wie viel wird das jetzt sein? Wer kauft dein Fistech? Eine Frage. Wer kauft dein Fistech? Oh, Freunde in hohen Positionen. Ich habe viele. Zahlen besonders gut, sind aber sehr anspruchsvoll. Das Fistech muss von höchster Qualität sein. Es war mir eine Freude. Jetzt wissen wir immerhin, was der Typ verkauft. Und wir sind bis zu dem Zipfel und das noch mit einer Quest gekommen. Fetzt. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir? Ach du Scheiße, haben wir wenig gekriegt.
Ich habe das Gefühl, wir kriegen weniger Erfahrungspunkte, je weiter es voranschreitet. Und mit S meine ich das Spiel. Ah, Wahnsinn. Ich muss verrückt sein. Ach, ey. Wer geht denn schon bitte bei Regen hier raus? Der war gerade pinkel. Oder streckt sich. Und wir gehen wieder außenrum, denn außenrum macht es Spaß zu laufen, denn hier ist niemand, der mir gegen den Strich geht. Was haben wir denn hier? Wow! Fesselt den Bastard! Er wollte mich ermorden! Es wird schon ab. Das hängst du mir nicht an, Dunbind. Und man hat mir noch gesagt, ich soll mit Zwergenabschaum keine Geschäfte machen. Diese verkrüppelten Hunde betrügen immer. Aber... Du hast die Bestie doch eingelassen, weil deine Ballen dich irre vor Neid gemacht haben. Schieb dir deine Ballen in den Arsch. Haltet das Maul, sonst sperre ich euch beide. Was geht denn hier? Wo liegt das Problem? Verdammt, noch ein Anderling. Ihr seid überall. Ruhe, wir erledigen das schnell. Es geht einen kleinen nicht. Hexeauftrag. Ja. Willst du? Kleine Aufträge sind üblicherweise nicht lukrativ. Ist er schon, keine Sorge. Du musst ihn aber schnell erledigen. Diese beiden Idioten haben mich schon genug Zeit gekostet. Das glaube ich gern. Oh Gott. Da ist ein Monster aufgetaucht. Aufgetaucht? Ja, der ist gut. So? Du hast es da eingesperrt, damit es mir die Rübe abreißt und du dich an meinen Waren vergreifen kannst. Spinn hier nichts zurecht. Mir egal, wer hier einen Kuh also. Oder eine Striege auf wen gehetzt hat. Das Biest muss oh, weg. Bitte keine Striege. Und was meinst du, Hexer? Die Viecher sind scheiße. Die gehen halt übelst gegen den Strich. Okay, na, ich kümmere mich drum. Gut, ich kümmere mich darum. Kommt nicht in Frage! Anderlinge! Die stecken unter einer Decke. Diese beiden beweisen doch sicher, dass es gar kein Ghoul ist, sondern meine liebe Oma Selig. Ich habe seine Visage nicht deutlich gesehen, aber jetzt, wo du es erwähnst. Maul halten, sonst schicke ich euch Inspektoren ins Lagerhaus, sobald das Monster weg ist. Das wird nicht nötig sein. Na, also. Wo ist es, dieses scheiß Lagerhaus? Oh, nee, V erstmal drücken. Da ist das Lagerhaus. Oh, bitte lass es das angenehm Machbares sein. Warte mal, extra Auftrag. Doch. Lagerhaus voll Sorgen, Stufe 13. Klingt gut. Na dann, weg da. Ich muss hier rein. Ey, Neckar? Komm schon. Was macht denn bitte Neckar hier? Also bitte. So, die haben aber nur von einem geredet. Kleines blaues Muttergehen. Komisch. Neckar sind selten alleine unterwegs. Ah. Das heißt doch... Ja, ein offenes Gitter, ne? Ein breiter und tiefer Abdruck. Ein Zwerg vielleicht? Breit und tief, sagt nichts. Jemand hat es in einem Käfig gehalten. Hm, die Stäbe sind durchgesägt. So ist es entwichen. Aber sind durchgesägt. Na gut, damit man sich ein bisschen Zeit verschaffen kann, damit man dann hier reingehen kann. Aber... Hier ist irgendwas, ganz, ganz faul. Sagt der Wache, was im Lagerhaus passiert ist, ja. Hier war ein kleiner blöder Neckar. Hier kommt man nicht raus. Wem gehört denn da bloß die hintere Ecke hier? Wenn die sich das teilen, müssen wir erstmal rausbekommen, wer hier hinten das Zeug hin tut. Und macht. Und hast du nicht gesehen. Und? Hast du das Biest erledigt? Ja, hab ich. Ja. Und? Hast du herausgefunden, wie es da hingekommen ist? Ich habe einen Käfig gefunden.